euch drauf ein, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaut habt zu kochen mit. Alter, heute sind wir mal wieder bei mir im Garten. Und zwar hat das folgenden Grund: Ich brauche Feuer. Beziehungsweise sehr viel Hitze und die möchte ich nicht in meinem Ofen machen. Da ist Holz immer so schlecht drin. Wir machen heute Kohlfleisch mit Kirschen und das Ganze im Dutch Ofen. Und was wir dafür brauchen, das schauen wir uns jetzt so. Für das Kohlfleisch mit Kirschen benötigen wir natürlich einen Dutch Ofen. Weil wir machen es ja im Dutch Ofen. Macht irgendwie Sinn. Dazu bräuchten wir 1,5 Kilo falsches Rinderfilet. Ich habe aber dann einen ganz tollen Metzger. Und der hat mir 1,5 Kilo Rinderlende gegeben. Ist preislich auch fast kein Unterschied. Dazu kommen Schattenmorellen bzw. Sauerkirschen aus dem Glas. Süß-Chili-Soße, Sweet-Chili-Soße, ach ihr wisst schon. 1 Liter Cola. Butter bzw. Schmalz, je nachdem was da habt, 2 Packerl Zwiebelsuppen und Pfeffer. Und dann fangen wir an, indem wir unseren Topf ordentlich heiß machen. Zum Vorheizen von unserem Dutch Ofen gehen wir da ungefähr 30 Kohlen ein und stellen unseren Dutch Ofen bei Zeit drauf und dann warten wir, dass die Zeit vergeht, weil schließlich muss das Ding ja erst noch heiß werden. Während wir warten, dass der Topf heiß wird, werden wir da schon mal die Fettletten abschneiden, weil wir wollen ja nachher, dass das Fleisch so zerfällt, als wäre es, als wäre es ein Bonbon, kannst du das lutschen. So in die Richtung wollen wir, gell? Wenn unser Topf dann ein bisschen heiß ist, das sieht man daran, dass er so schön raucht in dem Fall, dann geben wir mal ein bisschen Butter rein, damit wir danach unser Fleisch von alle Seiten scharf anbraten können. So, dann haben wir es rundum angebraten, dann werden wir es mit Pfeffer einschmieren. Haben wir dann unser Fleisch gewürzt, müssen wir bloß warten, dass der Topf etwas herunterkühlt und dann kommen so ziemlich alle restlichen Zutaten auf einmal in den Topf und da bleibt es dann für 2 Stunden stehen. Aber jetzt müssen wir eh nochmal warten, dass es kälter wird. Unter den Topf kommen nun 12 Kohlen. Dann lege ich meinen Topf mit dem restlichen Fett da drauf. Okay. Und jetzt kommen alle restlichen Zutaten dazu. Das heißt, die Kirschen, 2 Packerl Tütensuppe und 1 Liter Cola. Und das Flascherl mit Sweet Chili Soße. Und wie ihr jetzt seht, ist so ein 6 Liter Topf ganz schnell voll. Jetzt den Deckel drauf. Und 8 Kohlen auf den Deckel. Das Ganze lassen wir jetzt mit Pi mal Daumen 2,5 Stunden köcheln. Vorsicht! Hühnbraten. Wenn unsere Kohlen dann langsam so nicht mehr da sind, gehen wir es runter, weil das Essen ist fertig. Das heißt, ich muss nur noch hochrichten und dann können wir essen.
Ja, meine lieben Freunde, wir haben jetzt gegessen und wir haben uns besprochen und zusammen bewertet heute. Für den Aufwand geben wir 4 von 6 Punkten. Dadurch, dass man sehr lange Wartezeiten hat und regelmäßig schauen muss, ob die Kohle denn auch noch aktiv genug ist. Ich habe 2-mal Kohle nachgelegt, das seht ihr nicht, aber meine Kohle brennt dann nicht so lange. Es kommt natürlich auch auf die Qualität der Kohlenanbieter. Der Schwierigkeitsgrad an sich, den haben wir bei 2 von 6 Punkten belassen, weil an sich ist nicht viel zu tun. Man muss das Fleisch umbrauen, das sollte man relativ zügig machen, das habe ich heute gelernt. Gerade wenn man es mit Butter macht. Und sonst ist es halt, ja, du schützt das Zeug in den Topf. Kannt an sich jeder. Und geschmacklich haben wir 8 von 10 Bier heute zu verteilen. Und das hat es auch verdient. Es ist ein wenig scharf hinten raus und vorne ein bisschen süß, aber sonst ist es okay. Es ist einfach ein gutes Essen. Und ich glaube, dass man das doch hin und wieder vielleicht wieder machen. Im Sommer draußen auf Feuer. Tolles. Ich sage mal, sensationelles Essen so zum Anschauen. Sensationelles Essen! Und der Geruch hat sich in der Kleingartenanlage verbreitet. Alle haben es probieren wollen. Wir müssen übrigens noch was beiseite legen, weil der Olli sitzt traurig. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich über einen Daumen freuen, über ein kostenloses Abo und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ihr dürft mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen, was könnten wir noch kochen oder wie fandet ihr es. Ihr dürft auch hinschreiben, ich find's scheiße. Kommentar ist Kommentar, ich finde alles lustig. Und dann bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, was ist hauptsächlich. Führt's euch und Baba. Ah ja, der Feind, Alter. Und mein Olli hat wieder neibrabbelt.